Moin Moin und herzlich willkommen zum Sonntagstalk KN trifft KSV am Tag nach Duisburg. Mein Name ist Andreas Geidl, zu meiner Linken sitzt Holstein-Flügelspieler Tim Sietschlag. Tim, ich muss als erstes eine Frage stellen, die Menschen in den sozialen Netzwerken offensichtlich sehr bewegt. Was war da gestern los nach dem Spiel, als du vor laufender TV-Kamera vom Cheftrainer Carsten Neitzel weggezerrt worden bist und nicht gerade mit allerhöflichster Begleitmusik im verbalen Bereich in die Kabine zitiert wurdest? Was war denn da los? Boah, weiß ich jetzt auch nicht genau, was da los war. Ich glaube, das Interview war so gut wie beendet und der Trainer wollte eben den Kreis vor den Interviews machen, den wir immer nach dem Spiel machen, und das ging jetzt nicht, weil da ein Platzsturm war und sowas. War es kein Problem, wir haben danach auch wieder gesprochen, ganz normal. Nicht über das Thema jetzt, aber wie gesagt, das Interview war beendet und deswegen kein Problem. Okay, Thema abgehakt, dann wissen die Leute Bescheid. Kommen wir mal zu sportlichen Details. 25 Gegentore bislang in der Saison, dann am 37. Spieltag 3 in 7 Minuten. War das die Kulisse, die euch da beeinträchtigt hat im Defensivverhalten, oder wie kannst du dir das erklären? Ja, weiß ich auch nicht. Ganz komisch, dass gerade in so einem Spiel dann diese 7 Minuten zustande kommen. Ne? Ist ja ärgerlich, auch gerade wo wir 1-0 in Führung gegangen sind. Ich meine, das Spiel sonst war jetzt in der ersten Halbzeit nicht gerade berauschend, aber eben 20 Minuten, kann man sagen, waren überhaupt nichts Tolles, aber der Rest war ja echt ganz gut und gerade in der zweiten Halbzeit richtig gut, fand ich. Ball laufen lassen, die Gegner damit auch gleichzeitig, und schade, dass wir uns da nicht irgendwie belohnen konnten, dass wir den Anschlusstreffer jetzt noch hinbekommen haben oder so. Ich glaube, dann wäre das da echt nochmal spannend geworden, aber jetzt haben wir leider da ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ja, nehmen wir jetzt so hin und gucken nach vorne. Sehr gut, Lehrgeld ist auch das richtige Stichwort. Das waren jetzt zwei Spiele vor großer Kulisse in Bielefeld und eben gestern in Duisburg. Waren das quasi Lehrproben für die Relegation, die jetzt anstehen? Habt ihr da für euch auch persönlich wichtige Erkenntnisse rausgezogen? Ja, wir haben ja in der Saison schon ganz oft vor großen Kulissen gespielt. Und ich glaube, die Spiele jetzt in Rostock oder in Dresden oder in Bielefeld und Duisburg waren eigentlich spielerisch von uns immer ganz gut ansehnlich und von den Punkten her, von der Ausbeute auch ganz gut. In Dresden gewonnen, in Rostock gewonnen, Bielefeld da noch ein gutes Spiel gemacht, 2-2 geholt. Jetzt gestern eben, wie gesagt, die etwas schlechteren 20 Minuten, aber ja, wie ich schon eben gesagt habe, wir gucken nach vorne und sind da positiv. Erste Niederlage nach einem halben Jahr, kann passieren in Duisburg, selbstverständlich. Was siegt denn heute bei dir in deinem Kopf? Ist das der Frust über die verpasste Möglichkeit, direkt aufzusteigen in die zweite Bundesliga, oder regiert schon wieder die Vorfreude auf den ultimativen Höhepunkt, den ultimativen Saisonhöhepunkt, die Relegationsspiele? Ja, von Frust kann man jetzt ja nicht sprechen bei unserer Saison, die wir jetzt gespielt haben, aber es war schon ein komisches Gefühl jetzt. Haben das erste Mal, wie du gesagt hast, mal wieder verloren und kannten das Gefühl jetzt auch, haben wir es vielleicht auch ein bisschen verlernt, damit umzugehen, aber ja, im Bus war auch etwas getrübtere Stimmung, jetzt nicht so wie sonst, wie wir es kannten, aber jetzt muss man wirklich das Positive sehen, dass wir eben am vorletzten Spieltag schon die Relegation safe haben, dass wir da einen Spieltag vor Schluss das schon geschafft haben. Ich glaube, damit hätte auch keiner gerechnet. Wir am wenigsten, glaube ich, und wir sind von uns überzeugt und wollen einfach jetzt so weiterspielen wie in der gesamten Rückrunde. Und damit sind wir, glaube ich, ein richtig unangenehmer Gegner, egal wer da kommt. Und ich glaube, wir packen das. Das ist natürlich ein wunderbares Schlusswort, besser geht's ja gar nicht. Ich sage schönen Dank, Tim. Ja. Wir drücken wie immer die Daumen, wenn es dann in die Relegation geht. Nächsten Samstag natürlich erst an das letzte Saisonspiel gegen Stuttgarter Kickers. Da muss man sich dann ein bisschen einspielen nochmal. Und dann geht es am 29. Mai zu Hause in Kiel und am 2. Juni auswärts. Der Gegner steht noch nicht fest, geht es dann in die Aufstiegsplayoffs. Das ist dann wirklich der Höhepunkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.